Heute ist der 21.11., 0 Uhr 23. Hier ist Berlin. Also 2014 natürlich. Ja, wir befinden uns Stuttgarter Platz 2. Das Haus gehört dem Berliner Architekten Matthias Gorenfloß. Stuttgarter Platz 2, GBR, da ist der Herr Gorenfloß Geschäftsführer, sowie bei Gorenfloß Architekten, Gesellschaft von Architekten, MBH. Mal eben hier horchen, ja. Und dann werde ich mal in den Keller. Also ich hatte Herrn Gorenfloß aufgefordert, am 10. November aufgefordert, bis zum 20. dafür zu sorgen, dass die Pelletheizung oder die Ansaugrohre der Pelletheizung keinen Lärm mehr machen. Nochmal die Tür dahinter. Das ist der Bereich, wo ich 3 Etagen drüber wohne. Also wo mein Bett steht. Hier, wo der Boiler steht. Und der Kasten hier. Das ist praktisch der Bereich meines Bades und meiner Küche. Ich muss jetzt auch ein bisschen lauter sprechen, damit man mich überhaupt versteht, dass ein bisschen Ton auf die Kamera kommt. Also hier ist auch nichts gedämmt. Das muss man mal eindeutig sagen. Decke nicht gedämmt, Boden nicht gedämmt und die gesamten Wände sind nicht gedämmt. Also, hier ist auch eine Holztür nach wie vor, ja auch schon ein bisschen länger. Meines Wissens nach, bei einem Heizungskeller müsste doch hier eine Stahltür sein. Also, ich hatte Herrn Gorenfloß aufgefordert, doch bis zum 20. November diesen Jahres die Ansaugrohre zu dämmen oder die ganzen Räumlichkeiten des Heizungskellers zu dämmen, dass der Lärm bei mir oben nicht mehr ankommt. Also nicht nur bei mir, sondern ich meine, es gibt ja hier auch noch die Parterre-Wohnung, die Wohnung erste Etage und die Wohnung zweite Etage. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die Leute mit diesem Lärm fertig werden. Mitten in der Nacht, ich meine, es ist mitten in der Nacht. Wie gesagt. Gut Leute, das Video werde ich jetzt hochladen und dann könnt ihr es auf YouTube sehen. Herr Gorenfloß, ich fordere Sie auf, ändern Sie das bitte, weil nicht nur ich und die Zuschauer bei YouTube es sehen, sondern ich werde es auch weiterreichen. Noch weiterreichen. Ha, das ist nicht das letzte Video, denke ich. Bis bald. Tschüss, tschüss.